Ich habe gefiebert mit bis zum Schluss vom Pfiff, wie der Schiri, wie der Schiedsrichter das abgepfiffen hat. Alle Dämme sind gebrochen. Ich schwöre, ich habe mir fast in mein Dolce Gabbana Pyjama habe ich fast ein bisschen reingemacht, weil die Euphorie war so groß, ich hab's nicht bockt. Was war das für ein Match? Was war das für ein Spiel? Ich habe mir diese Frage die ganze Nacht, Millionen Mal, habe ich mir das vorgesagt. Was war das für ein Spiel? Aber ich bin erst auf einen grünen Zweig gekommen, nach dem 12. Espresso Ristretto Carbonara in der Früh. Da war mir klar, das 1-0, das war nicht weit weg von einem Unentschieden. Ich verstehe das nicht. Herrst, warum machen wir die Goal nicht? Warum schießen wir die Tore nicht? Das gibt's ja nicht. Das ist normal, musst du die heimschicken mit einem 3-0. Die haben ja gespielt wie das Fleiß. Was ist denn da nichts zum Gewinnen? Nichts Geschenko, Jamolenko, der muss nochmal heimfahren. So, da heißt es brutal fokussiert sein und auch ein Goal nach dem anderen netzen. Nicht? Dabei hätte man sich noch dem Baumgartner sein Führungs-, aber natürlich auch Treffer, hätte man sich fast noch selber eins gemacht. Also, wie der Leiner Stefan aufs eigene Tor geköpft. Da habe ich so laut aufgeschrien, dass ich die Orangen von meinem Aperol-Spritzer habe am Flätzkring gespuckt. Ne, wo soll das, habe ich mir gedacht. Habe ich es runtergenommen. Ne? Das gibt es nicht. Unser Tormann, der hat ein Parade-Healing müssen bei den Kopfballen. Für den Safe, dass er das gehalten hat, muss man ihm normal verleihen, den Ingeborg-Bachmann-Preis. Kriegt er von mir, so schaut's aus. Ach so amassen, Leckfetten erst. Ich hab einen Pulsschlag gehabt wie ein Kolibri bei den Kopfball. Naja, gut, vielleicht hab ich mir gedacht, vielleicht wollte er, weiß ich nicht, auf 1-1 spielen, hab ich mir gedacht, der spielt auf 1-1, der Leiner, nicht? Weil dann, weiß ich nicht, dass wir vielleicht Italien im Achtelfinale vermeiden, kann auch sein, nicht? Weil der Nadal hat ja dann auch noch zwei Top-Chancen auslassen. Ne? Der erste war Sitzer, der zweite war Sabitzer. Ne? Das ist Jössers. Ich mir dachte, was tut der? Der Alaba hat ihm wahrscheinlich vor dem Match eine Garde oder einen Jux oder ihm die Schuhe verkehrt hingestellt. Und der hat sich angezogen, ne? Sonst kann man ja die Ball nicht so daneben schießen. Ne? Der hat den linken am rechten angehabt und den rechten am linken. Ne? Der hat eh immer runtergeschaut, der Nadal. Hat den Trainer teilt, ne? Ob er tauschen darf. Ne? Der Vater hat gesagt, nichts tauschen. Jetzt hat er mit dem linken und mit dem rechten Schuh vertauscht gespielt. Ne? Wie der Baumgartner das gesehen hat, ne? Hat der gleich einen Migräneanfall gekriegt. Die haben es gleich austauschen müssen, wie der gesehen hat, dass der Nadal die Bock verkehrt hat. Ne? Aber das gibt es nicht. Solche Chancen musst du machen. Das ist eine alte Fußballerweise. Das habe ich damals in Cordoba, habe ich schon extra schlauen Ball breiten, habe ich das schon gesagt. Am 16er bin ich hingegangen, sage ich, Hochfützpappen, das Tor, was ihr nicht schießt, kriegt es von mir. So schaut es aus. Ne? Aber wurscht, das ist verschüttete, das ist Milch, das ist. Und wir sind im Achtelfinale, das zählt, ja, und alles andere ist primär, interessiert mich. Und ich meine, jetzt einmal ehrlich, Squadra hin, Azzurra her, die Italiener kochen die Spaghetti auch nur mit Wasser. Ne? Wer soll es denn leicht machen, die Goal? Wer soll von den Italienern schießen, das Tor? Der Ciro Immobile. Immobile heißt unbeweglich, ne? Der muss froh sein, wenn er ruhig stehen kann am Platz, ne? Der fix nicht. Ich sage, wir werden die Goal machen, ne? Wir spielen in Wembley, da muss der Vater muss nachnominieren in Polster-Toni. Ne? Wembley-Toni Teil 2, nicht wie der Fritsch, der hat auch 1965 zwei Trimmer reingehauen in den Wembley-Stadion. Ne? Da machen wir Legende Teil 2. Ne? Den Baumgartner haut seine 2500er Backe nicht und eine Ruhe ist. Ne? Die Italiener können machen, was sie wollen. Wenn ich der Teamchef bin, die habe ich auf sie, den Marco Ferrati. Ferrati ist schon am Vorabend die Aufstellung, wenn er will. Ne? Da muss uns von lauter Endorphine, muss das Adrenalin aus den Poren rausspritzen, da verlässt er geil aufs Viertelfinale. Wenn ich der Vater bin, da mache ich den am Gang, mache ich die schon verbal fertig. Vor einem Abendpfiff, da war ein Nadelsee-Auszucker gegen einen Aljoski, ein Kavaliersdelikt. Das war eine Liebeserklärung. Da gehe ich hin zum Trainer von den Italienern und sage, na, Mancini, wo ist die Frau Gini? Ha? Ich habe meine vor vier Tagen habe ich das letzte Mal gesehen. Also Quattro Schatzi ohne, wenn da das was sagt. Nicht? Der Schöpf muss zum Tormau hingehen von dir und sagen, Donnarumma, heute gibt es Donnerwetter. Der Hinteregger muss in Donnarumma schon am Kabinengang, muss er einem aus 3 cm Land der Berge ins Urwaschel reinschreien, dass er bis zur Pause einen Tinnitus hat. Der hört nicht einmal einen Pausenpfiff. Da hucken alle schon in der Kabine beim Campari Soda, fliegt der Donnarumma noch immer von einer Ecke ins andere, von lauter Pfeifen in der Kapsel.
Es geht um taktische Fouls auf intellektueller Ebene. So schaut's aus. Die Italiener dürfen sie hinten und vorne nicht mehr aussehen. Was ist der Unterschied zwischen Wembley und Wimbledon, frage ich. In einem Stadion muss man übers Netz treffen und in anderen muss man ins Netz treffen. So schaut's aus. Die machen Depper den Schädel, ganz normal. Die steigen schon verschwitzt aus dem Bus und denken sie, Lecco mio, Porca Miseria, Austria Merda. Ja, aber dann wird's spät sein. Dann wird es sein zu spät, weil euch ein Carpaccio, das könnt ihr euch einrechsen. Das könnt ihr spielen mit Salvataccio in Jesolo auf der Adria, aber nicht bei uns in Wembley. So schaut's aus. Wir servieren euch heute die Pizza in Stazione. Also, ciao mit A und Pasta.